Hallo und herzlich willkommen, ich bin's mal wieder, euer Cheffy87 und heute spiele ich mal eine kleine Runde Trackmania Turbo. Ja, genau, Trackmania Turbo. Wir gucken uns das Ganze mal an. Ich muss dazu gestehen, es ist leider eine neue Folge, beziehungsweise habe ich es schon gespielt. Denn es gab leider technische Probleme. Irgendwie hat das Ganze ein bisschen geruckelt. Jetzt habe ich mal die FPS so eingestellt, dass das auch nur mit den FPS aufnimmt, mit denen ich das dann ausgeben werde, das Video. Ich hoffe, dass das Ganze jetzt funktioniert. Und ich werde mit euch jetzt mal... was machen wir denn? Machen wir Karriere da oder online? Komm, beim ersten Video, was ich aufgenommen habe für euch, habe ich ein Online-Racing gemacht und das werde ich jetzt auch machen. Wir probieren das Ganze hier nochmal aus. Meine Favoriten, meine Räume. Und suchen uns hier gerade mal den. Da waren wir nämlich vorhin auch drauf. Da treten wir mal bei. Ist natürlich schwer. Sehr schön für jemanden, der es eigentlich noch nicht gespielt hat. Aber ich bin mal gespannt, ob das Ganze jetzt so funktioniert. Deswegen aus rein technischen Sicherheitsgründen wird das Video ein bisschen kürzer gehalten sein. Aber wenn das alles funktioniert, wird das nächste Video auf alle Fälle länger werden. Und ich denke mal, das könnt ihr verstehen oder dass ihr das verstehen werdet. Davon geht mal aus. So, jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, ob wir jetzt besser geworden sind. Von der Zeit her. So, natürlich nicht. Nein, wir sind nicht besser geworden. Im Gegenteil, wir haben Zeit liegen lassen, aber gucken wir mal. Vielleicht kommen wir ja doch noch ein bisschen weiter. Nein, kommen wir nicht. Wir kommen natürlich nicht weiter nach vorne. So, okay, da ist der Spaß auch schon rum. Schade, ja, wir kriegen trotzdem hier irgendwelche Punkte, wo ich nicht weiß, was das für Punkte sind, aber ihr könnt es ja gerne mal... überspringen. Ihr könnt mir das ja gerne mal schreiben, aber oder habe ich es vielleicht kapiert? Das eine sind für den Weltrang, zeigt einen Weltrang an, das andere den Rang in Deutschland und dann noch in deinem oder in meinem Bundesland. Ja, ich glaube, so muss es sein. Aber ja, wenn ich da falsch liege, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare reinschreiben, denn ich spiele das erst seit heute. Da sind wir einfach mal rückwärts reingerollt. Wir sind auf zweiten Platz, aber das hat noch nichts zu sagen. Ich glaube, das werden wir relativ schnell verlieren. Ah! Irgendwie müssen wir da den Sprung schaffen, aber ich weiß nicht wie. Ich weiß auch nicht, wo hier eine Turbo-Taste sein soll. Komm, versuchen wir es mal so. Nein, Mist. Mann, das gibt es doch. Das war
Das war aber 3 Sekunden schneller. Verfolger gegen, oder? Reicht das Tempo nicht? Mann! 2 Minuten haben wir jetzt noch Zeit, um die Zeit zu toppen, oder vielleicht auch nochmal die eigene zu toppen. Warum? Das gibt's doch nicht. Da muss man doch irgendwie durchkommen. Warum ist der so schnell? Oh Mann, 10. Platz, ja. Kann man da zurückfahren? Ah, Mann! Ah, Scheiße! Ich krieg hier echt noch einen Anfall, ey. Vor allem, wie sind die schneller? Gibt es nicht. Naja, 17. Platz. Aber das kann nicht die Weltrangliste sein. Das geht nicht, oder? Kann es die Weltrangliste sein? Ich weiß es nicht. So, das soll jetzt auch erstmal schon gewesen sein, so ein kleiner Eindruck von Trackmania Turbo. Ich weiß gar nicht, seit wann das draußen ist, keine Ahnung. Hab's mir heute besorgt und so an sich finde ich das schon echt schön und finde es aber halt echt schade, dass die ersten Aufnahmen anscheinend nicht funktionieren. Ich werde es später nochmal ausprobieren. Ich hoffe, dass die jetzt funktioniert. Und damit wünsche ich euch schon mal einen wunderschönen Tag und vielleicht sieht man sich ja demnächst wieder auf meinem Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.